Willkommen zum 11. Teil meiner Videoserie zur Calliope Mini. Im letzten Experiment haben wir einen Händetrockner gebaut, den wir jetzt erstmal zurückbauen müssen. Ich baue also die Fläche wieder in den Ursprungszustand, so dass wir die Basiskonfiguration zur Verfügung haben. Danach lege ich mir die ganzen Teile raus und baue nach der Anleitung von Fischer Technik das Experiment mit der Schranke auf. Danach gehen wir ins Open Roberta Lab, wie wir das gewohnt sind, und schauen uns mal das Programm an, das uns Fischer Technik direkt zur Verfügung stellt. Wir bauen das Programm jetzt nicht selber zusammen in dieser Folge, sondern schauen uns das Programm an, wie es funktioniert, und suchen auch den ein oder anderen Fehler in dem Programm. Ihr müsst mir natürlich beim Aufbauen jetzt nicht zuschauen, deshalb schaut mal in die Sprungmarken im Video, da könnt ihr die ein oder andere Stelle selbstverständlich wieder überspringen. Wie ihr es aus den vorigen Videos gewohnt seid, zeige ich euch auch nochmal ganz genau die Verkabelung. Dazu legen wir uns den Schaltplan nebendran und schauen dann auf dem echten Brett einfach, wo die Steckverbindungen sind, die wir verbinden müssen. We'll be right back.
Unser Schrankenaufbau ist jetzt fertig, wir haben alles verkabelt und jetzt könnten wir eigentlich ans Coden gehen. Ich mache mir es diesmal aber ein bisschen einfacher. Ich habe mir einfach schon das vorgefertigte Programm von Fischer Technik runtergeladen und in das Open Roberta Lab importiert. Der Grund dafür ist, dass wir heute uns ein bisschen Debugging anschauen, also wir suchen jetzt nach Fehlern. Über das Programm, über das wir jetzt einfach reden, ist Schranke-A2.xml, so heißt das auf der Fischer Technik Seite. Und wenn ich das ausführe, zeige ich euch mal, was passiert. Das Programm ist jetzt schon vorgeladen, ich verbinde die Calliope also mit dem Strom. Man sollte hier bei dem Fischer Technik Set immer die USB-Stromversorgung nutzen. Dann öffnet sich die Schranke einmal. Ja, jetzt sollte sie eigentlich auch wieder zugehen. Das Witzige ist, man sieht ja die LED leuchten. Die leuchtet eigentlich rot und rot müsste bedeuten, dass die Schranke auch zu ist. Das passiert aber nicht. Deshalb habe ich mir gedacht, ich probiere mal was. Ich nehme ein helles Licht und halte das in die Lichtschranke rein. Und das hat dann dazu geführt, dass die Schranke doch wieder zugegangen ist. Und so kommen wir jetzt dem Fehler so ein bisschen auf die Spur. Dazu gehen wir jetzt mal zurück ins Open Roberta Lab und schauen uns mal das Programm an und schauen, wo der Fehler liegen könnte. So, zurück im Open Roberta Lab. Und wir gehen jetzt mal durch, welche Schritte erfolgreich absolviert wurden und wo es denn haken könnte. Was ja auf jeden Fall klappt, wir schaffen es bis in diesen Wiederhole-Unendlich-Off-Block, denn wir haben ja das Erfolgserlebnis in Anführungszeichen gehabt, wenn wir unseren Finger dazwischen halten, geht die Schranke auf, schließt danach aber nicht wieder. Er prüft also, bis die Lichtschranke hier einen bestimmten Wert erreicht hat, der muss über 22 liegen. Umso höher dieser Wert ist, umso dunkler ist der Fototransistor. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut mal in die Infokarte. Mit dem Fototransistor haben wir schon in einem anderen Tutorial rumgespielt. Hat er also erkannt, dass er wenig Licht bekommt, das heißt, ein Auto ist zwischen die LED und den Fototransistor gefahren. Das heißt, es wird dunkel, wir haben also einen hohen Wert auf Pin 1, der über 22 liegt. Dann fängt er an, den Port B zu bespaßen und sobald der aktiv wird, geht die Schranke hoch. Dann wartet er eine Sekunde und zeigt eine grüne LED an. Das Warten einfach deshalb, weil der natürlich warten muss, bis die Schranke komplett offen ist. Und während die Schritte durchlaufen, ist ja immer noch hier der Motor aktiv. Und der soll erst dann deaktiviert werden, deshalb haben wir einen Warte-Bis-Block, wenn der Pin 2 gedrückt ist. Und Pin 2 ist der Pin, der auf der Unterseite angebracht ist, also wenn die Schranke nach oben gegangen ist, wird der automatisch gedrückt und sobald der gedrückt ist, hört der Motor dann direkt auf zu laufen, denn hier wird dann das Bremsen ausgelöst. Auch das hat funktioniert, man hört es klicken und der Motor hört auf zu laufen. Okay, also bis dahin haben wir noch kein Problem. Was sagt er dann? Dann sagt er, warte bis analoger Wert kleiner, also nicht größer, sondern diesmal kleiner 22 erreicht wird. Das heißt, er wartet bis das Auto durchgefahren ist und er wieder Licht von der LED bekommt. Dann bremst er den Motor nochmal ab. Warum er das jetzt genau macht, weiß ich nicht, weil eigentlich ist er ja schon abgebremst an der Stelle, aber gut. Dann wartet er 3 Sekunden, dann schaltet er die LED auf Rot. Das heißt, das ist jetzt so die Warnung, Vorsicht, die Schranke geht gleich zu. Dann hat man 2 Sekunden lang Zeit, also so lange ist Rot und so lange geht die Schranke noch nicht runter. Das ist ja jetzt erstmal eine Warnung. Dann sollte der Motor auf Port A loslaufen und das würde bedeuten, die Schranke klappt sich wieder nach unten. Und genau das ist ja nicht passiert in unserem Beispiel. Hier haben wir jetzt die Bedingung Warte bis. Also was ich glaube oder was meine Vermutung ist, dass der Schritt auch noch aktiv wird, also Port A wird noch aktiviert, ganz kurz und das ist so kurz, dass man es gar nicht mitbekommt. Und wir haben hier bei dieser Bedingung irgendein Problem. Das heißt, diese Bedingung wird wahr, obwohl sie eigentlich falsch sein müsste. Wir landen hier, er bremst den Motor ab. Und ich habe extra mal das Licht dazwischen gehalten, um zu sehen, ob es an der Helligkeit liegt, dass der Fototransistor einen falschen Wert bekommt. Und da das funktioniert hat, da ich mit dem helleren Licht es geschafft habe, die Schranke zuzuklappen, würde ich mal das Problem eingrenzen auf den Block hier, gib analogen Wert zurück. Jetzt haben wir ja hier die gleiche Bedingung, wie wir hier oben haben. Also Pin 3 ist eine ziemlich eindeutige Bedingung. Das ist einfach die Bedingung, dass der Pin gedrückt ist. Das heißt, er würde abstoppen, wenn die Schranke komplett geschlossen ist. Also er hat zwei Bedingungen, ist eine Oder-Bedingung. Entweder er stoppt, wenn da wieder ein Auto reinfährt, einfach um keinen Schaden am Auto auszulösen, dann stoppt er. Oder er stoppt, wenn einfach die Schranke ganz normal runtergegangen ist und sie das Ende erreicht hat. Es sind beides sinnvolle Bedingungen und wir sollten keine davon jetzt rauslöschen, sondern sollten irgendwie den Fehler mal finden. Genau, also ich habe ja schon gesagt, Pin 3 ist ziemlich eindeutig, da wird wohl ja wenig dran zu rütteln sein.
Aber die Helligkeit macht mir hier so ein bisschen Probleme. Das Komische ist aber, wir haben ja diese Gleichabfrage schon mal hier oben mit der 22 und da war es kein Problem. Ich habe aber auch gemerkt, das sieht man mit dem bloßen Auge, sobald der Motor losläuft, wird die LED etwas dunkler. Liegt wahrscheinlich irgendwie daran, dass wir einen kleinen Spannungsverlust oder sowas haben. Und meine Vermutung ist jetzt, dass durch das Anlaufen des Motors auf Port A so einen kleinen Moment haben nur, wo die LED einfach dunkler wird und in dem Moment direkt die Abfrage halt kommt und dazu ist die LED wieder zu dunkel. Das heißt, wir müssten hier diesen Schwellwert ändern. Den müssten wir zum Beispiel mal auf 30 setzen. Umso höher dieser Wert, umso dunkler ist es halt. Und dadurch dieses kurze Flackern, die LED vielleicht so, ich sag mal, auf den Wert 25 springt, rate jetzt einfach mal, das kann man, glaube ich, nicht so genau nachvollziehen, was er da gemessen hat. Nehme ich einfach hier mal den Wert 30 und wir übertragen das mal auf die Calliope Mini und schauen, ob das besser funktioniert. Zurück am Basteltisch und wir schauen mal, was passiert. Als erstes öffnet sich die Schranke. Die Fehlersuche überlasse ich mal euch, weil eigentlich sollte die sich gar nicht öffnen. Das ist jetzt aber für das folgende Programm gar nicht mehr so spannend. Sobald er in diesem Wiederhol-unendlich-Off-Block ist, interessiert uns jetzt die allererste Aktion nicht so sehr. Trotzdem, da könnt ihr auch mal nach dem Fehler suchen, warum die sich beim Programmstart öffnet. Das war nicht so vorgesehen. Hat sie sich dann aber wieder geschlossen und ich simuliere mit meinem Finger einfach das durchfahrende Auto, dann sehen wir, dass es sich danach auch wieder schließt. Auch nochmal getestet, was passieren würde, wenn das Auto stehen bleiben würde, dann bleibt die Schranke so lang offen bzw. wartet, bis das Auto komplett durchgefahren ist. Könnte ja auch ein LKW sein, der einfach länger braucht zum Durchfahren. Erst wenn ich den Finger wieder entferne, schalte die Ampel auf Rot und die Schranke geht dann runter. Also ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man an so eine Fehleranalyse drangeht, dass man auch ein bisschen kreativ sein muss. In dem Fall zum Beispiel mal ein zweites Licht da reinhalten, um zu sehen, wo genau der Fehler liegt und dann im Programm eben das Ganze reproduzieren. Wenn euch die Serie zur Calliope Mini gefällt oder gefallen hat, dann freue ich mich selbstverständlich über ein Abo von euch.